Ich meine, wir verlieren gerade jeden Tag über 150 Tier- und Pflanzenarten. Sterben jeden Tag aus. Weniger, 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 weniger. Keiner weiß, wie lange es gut geht. Ja. Die Honigbienen, ich persönlich finde die am spannendsten. Ich habe noch lange nicht alles gecheckt, was bei denen abgeht. Aber wie die das Wachs bauen, wie die den Honig sammeln, ist wirklich abgefahren. Also du hast Flyer selber gemacht? Ja. Bist du den Bauern in deiner Umgebung gegangen? Mhm. Und was hast du zu denen gesagt? Moin, ich bin der Quentin und ich würde gerne mit dir ein paar Blumen auf dein Feld pflanzen. Dann war halt die Tür sofort wieder zu. Also 9 von 10 haben gesagt, verzieh dich. Hast du manchmal so Momente, wo du verzweifelst, wo du denkst, what the fuck, was ist eigentlich los mit der Welt, was ist los mit euch Menschen? Genauso viel, wie es schlecht läuft in der Welt, gibt es auch das ganze Positive. Und das Schlechte ist halt immer lauter und dominanter, so ungefähr. Das ist auch ein Hauptgrund, warum ich die Natur erhalten will. Es fehlt einfach was, wenn da eine Tierart oder eine Pflanzenart weg ist. So. Vielleicht wäre die mal in 100 Jahren für irgendwas dann das krasseste Heilmittel gewesen oder so. Also du weißt ja nie, was das für krasse Zusammenhänge hat. Jeder weitere Tag, wo du halt hast, ist einfach eine Chance, irgendwie was zu verändern oder was zu bewirken hier. Auch wenn es nur was Kleines ist, auch wenn es die Biene ist, die in der Scheibe rumfliegt, weil sie nicht rauskommt oder so. Ich meine, damit hältst du Artensterben nicht auf oder so. Aber das sind so, keine Ahnung, das sind so kleine Moves einfach, die man eben macht oder nicht macht. Quentin, oh mein Gott, es ist einfach, du bist so krass. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob du weißt, wie krass du bist. Hallo, so schön, dass du da bist. Herzlich willkommen hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und in dieser Folge wartet auf dich einer meiner absoluten Highlights in diesem Jahr als Podcast-Gäste, Quentin Kupfer. Vielleicht kennst du Quentin schon, vielleicht kennst du ihn aber auch noch nicht. Wenn du ihn noch nicht kennst, freue ich mich so sehr, ihn dir vorstellen zu können. Quentin ist erst 20 Jahre alt. Ich habe ihn vor 2 Jahren auf Instagram entdeckt, weil mir ein Freund ihn mir gezeigt hat, weil er quasi mit Bienen unter anderem lebt und einen so geilen Content macht zum Thema, wie wir besser mit der Natur umgehen können. Und er einfach der coolste Typ ist. Und dieses Gespräch ist so wunderschön, so inspirierend. Einfach, was soll ich sagen, hör es dir einfach an. Quentin, ich ziehe meinen imaginären Hut vor dir, vor allem, was du machst, vor dem Wesen, das du bist, vor deinem Sein. Und ja, ich freue mich auf alles, was wir noch von dir erleben dürfen. Ich wünsche dir so viel Spaß mit diesem Interview. Genieße es, teile es bitte. Das wäre wundervoll, wenn die Arbeit von Quentin noch weiter in die Welt rausgeht und wir ihn unterstützen, weil einfach die Themen, die er behandelt, so wichtig sind für uns alle. Denn wenn es unserer Erde nicht gut geht, geht es uns allen nicht gut. Deswegen, ja, hör rein, genieße es, lass dich von Quentin inspirieren und danke, dass es dich gibt. Ich freue mich so sehr, Quentin, dass du hier bist heute im Podcast. Danke für deine Zeit. Danke, dass du extra aus München hier hingekommen bist. Ich weiß es sehr zu schätzen. Willkommen im Podcast. Moin. Moin. Wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Gut. Nicht so lange geschlafen, weil ich beim Kumpel die Bude renoviert habe. Bis gestern um 2:30. Aber läuft. Schön. Ich war, ich habe es dir gerade schon im Vorgespräch erzählt, ich habe dich gefunden quasi vor 1,5-2 Jahren als einer meiner besten Freunde. Wir saßen im Garten und er war so, Laura, du musst dir diesen Instagram angucken. Das ist so ein geiler Kanal, das ist so krass, was der macht. Und dann habe ich mir halt angefangen, das anzugucken und wir waren mit unseren ganzen Kindern zusammen. Und irgendwann standen wir alle vor dem Handy in so einer großen Traube, wir waren glaube ich irgendwie 3 Families, keine Ahnung, 10 Kinder. Und wir haben alle deine Videos angeguckt. Und ich fand es so toll. Also ich war einfach, es war so erfrischend anders erstens, was du machst auf Instagram. Du warst nicht der nächste Influencer, der irgendwie keine Ahnung was erzählt, sondern das, was du machst, hat einfach, es hat eine Botschaft, es ist so wichtig und es ist so inspirierend. Wie hat das angefangen? Wann hast du angefangen, dich mit diesen Themen auseinanderzusetzen? Mit den Themen eigentlich schon immer. Ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen, komplett am Arsch der Welt. Und ich hatte nie ein Handy oder nie Kontakt zu Internet oder so, weil meine Eltern das nicht wollten, dass wir halt von dieser digitalen Welt verblödet wären. Und so war ich immer draußen im Wald und Dingen und habe irgendwann halt gemerkt, krass, weil ich Dokus geschaut habe, sowas durfte ich anschauen, dass halt die Arten aussterben, dass der Planet so ein bisschen vor die Hunde geht. Und das habe ich dann total schlimm gefunden und habe angefangen, irgendwie Teiche zu bauen und
mich zu informieren, was ich machen kann für die Natur in meinem Garten, Nistkästen gebaut und Insektenhotels und mich mit Wildbienen viel beschäftigt und so. Und mit 16 dann bin ich zu den Honigbienen gekommen. Und dann habe ich angefangen, weil ich das halt einfach irgendwie mega feier mit diesen Honigbienen, halt ein bisschen angefangen zu imkern und so. Mittlerweile bin ich an dem Punkt, dass Honigbienen gar nicht mehr so die Lösung sind, aber ich finde es extrem faszinierend, weil das so ein komplexes Lebewesen ist. Ja, ich liebe die Natur einfach und alles, was man da, das ist wie so ein Riesenuniversum, wo du die ganze Zeit irgendwas Neues findest. Wow. Du hast gesagt, du hast, wie alt warst du da, so 12, 13 dann, als du angefangen hast mit so den ersten so Teiche bauen? Und nee, das habe ich, glaube ich, schon früher. Schon krass, okay. Ich habe, erst eigentlich bin ich ein Gärtner. Okay. Also ich habe schon immer gern so Gemüse angebaut und so und habe halt mit, seit ich denken kann, irgendwie kleine Hochbeete gebaut oder so und dann meinen Salat gezogen und so. Und irgendwann habe ich halt dann angefangen, ja, ein Loch in den Garten zu graben und dann hatte ich ein Naturschutzgebiet. Das habe ich dann eingezäunt, da durfte keiner rein, da war ein Schild dran. Teichgebiet, wie hieß das? Und dann waren da immer Blumen drin und Kaulquappen gezüchtet und so. Krass. Ja. Und deine Eltern, die haben das einfach immer unterstützt quasi, oder? Ja, die haben einfach gesagt, grab den Garten um. Okay. wenn ich was gebraucht habe, habe ich es gekriegt und ansonsten muss ich mein Ding machen. Krass. Und wie war das, du hast dann gesagt, das Erste, was dann kam, waren dann die Honigbienen sozusagen, mit denen du dich dann in die Wildbienen. Die Wildbienen, okay. Wildbienen, weil Honigbienen war zu krass. Da brauchst du ja die Kästen, Ding musst du Kurse machen, musst in Imkerverein, also da hängt richtig viel dran. Du kannst dich einfach ein Bienenvolk in den Garten stellen. Und deswegen habe ich erstmal halt Insektenhotels gebaut und so für die Wildbienen was gemacht und Blumen gepflanzt und sowas. Und irgendwann habe ich dann in Blühstreifenprojekt gegründet bei mir in der Gemeinde, weil ich halt irgendwie dachte, fuck, es geht nichts mehr. Und dann habe ich angefangen, mit den Bauern zusammen Blumenwiesen zu pflanzen. Haben halt auch die meisten Bauern mir einen Vogel gezeigt und mich wieder weggeschickt. Aber ich habe mir so einen kleinen Flyer gemacht und dann Klingeln putzen gegangen und ein paar waren motiviert und dann haben wir so Blumen gepflanzt und so. Also du hast Flyer selber gemacht? Ja. Bist zu den Bauern in deiner Umgebung gegangen? Mhm. Und was hast du zu denen gesagt? Moin, ich bin der Quentin und ich würde gerne mit dir ein paar Blumen auf dein Feld pflanzen. Ich gerne deine Wiese umgraben und dann war halt die Tür sofort wieder zu. Also 9 von 10 haben gesagt, verzieh dich. Krass. Ich lasse mit euch, ich sehe jetzt auch nicht aus wie irgendwie so ein Einheimischer da. Deswegen. Und die haben halt ihre feste Meinung und nicht alle, die ganzen Jungen, die waren dann relativ offen und haben mitgemacht. Also nicht gegen die Bauern haten oder so, aber da ist halt jeder ein bisschen anders. Und war das dann das, also wie war das für dich, wenn du da so voll motiviert rangehst und dann die ganze Zeit die Tür vor der Nase zugeschlagen bekommst? Was hat dir geholfen, das trotzdem weiterzumachen? Keine Ahnung, ich hatte so Bock, mir war das egal. Ich bin dann zum Nächsten. Und ein paar habe ich es dann gemacht und dann musst du natürlich auch erstmal eine Blumenwiese anlegen, die dann auch blüht. Also oft ist es dann halt einfach wieder eine grüne Wiese geworden. Okay. Und ich habe da stundenlang umgegraben und irgendwie ausgesät und so. Okay. Die Gemeinde hat mir dann das Saatgut gesponsert. Da musste ich dann vom Gemeinderat so eine Präsentation halten. Ja, so hat es angefangen. Und wie viel, also dann hast du mehrere Blumenwiesen angepflanzt oder war das dann ein großes zusammenhängendes Projekt? Nee, die Bauern dürfen nicht so viel Wiese einfach so umgraben. Okay. Gibt's halt krasse Vorschriften und so. Und deswegen war das immer so eine Grauzone, so mit 500 Quadratmetern pro Jahr irgendwie. Und dann habe ich halt überall so kleinere Flächen gemacht. Krass. Ich glaube, 5000 Quadratmeter waren es dann in dem einen Jahr. Da war ich ja richtig stolz. Ich habe so eine Karte gemacht und überall so hingemalt, wo was blüht. Krass. Und erklär mal ganz kurz, warum diese Wiesen wichtig sind. Das Problem ist halt, dass die ganze Insektenwelt, also wir haben über 550, 570 verschiedene Wildbienenarten, Schmetterlingsarten, die brauchen alle Nektar. Also viele Insekten brauchen einfach Nektar, um leben zu können. Das ist wie den ihr Essen. Und das finden die halt in den ganzen Blumen. Und dadurch, dass die Felder zum Beispiel so krass überdüngt sind, weil die halt und auch 5, 6 Mal im Jahr gemäht werden teilweise, können sich die Pflanzen halt, kommen teilweise nicht zum Blühen oder werden halt dann von Löwenzahn oder Gras einfach überwachsen, weil die Böden so überdüngt sind, da wächst halt viel Gras und es soll auch schnell wachsen. Aber die ganzen Blumen, die Insekten brauchen, die brauchen mageren Boden, also wenig Nährstoffe. Also am besten Kies, so ein Kieshaufen oder so, da wächst es am besten. Okay. Und dadurch werden die halt verdrängt und dann blüht halt nichts mehr. Und mittlerweile geht's für die Insekten, was so Artenreichtum und Biodiversität angeht, ist halt in den Siedlungen und sowas wie hier viel, viel geiler, weil da halt Gärten, jeder pflanzt was an, Friedhöfe mit Blumen und so. Also es ist halt viel vielseitiger als ein Riesenfeld oder eine Monokultur oder so.
Es hören jetzt ja wahrscheinlich viele zu, die jetzt nicht unbedingt Landwirte sind, sondern vielleicht einfach wie ich vielleicht einen Garten haben oder einen Balkon. Was kann man als Einzelperson machen, um die Insekten zu unterstützen? Es ist ein krass komplexes Thema. Mhm. Es gibt halt auch, ich bin jetzt kein Wissenschaftler oder so, ich recherchiere einfach, weil es mich interessiert und ich habe es nicht studiert und nicht gelernt und so, keine Ahnung. Aber es gibt halt viele Wissenschaftler, die sagen, das muss halt auf großer Ebene irgendwie gemacht werden, weil wenn wir jetzt Blumen pflanzen und Insektenhotels und Nistkästen aufhängen, unterstützen wir auch nur bestimmte Arten wieder. Also der Nistkasten mit dem Loch drin, da geht dann eine bestimmte Vogelart rein, alle hängen den Nistkasten auf und die eine Vogelart vermehrt sich extrem krass. Und die anderen haben dann wieder weniger. Also es ist echt komplex und ich bin mir manchmal selber nicht sicher, ob was das Beste ist. So, eigentlich muss man sich nach und nach immer mehr damit beschäftigen und halt wirklich erstmal, ich bin der Meinung, man muss erstmal den normalen Nistkasten aufhängen, weil wenn du gar keinen Bezug dazu hast, musst du erstmal so wieder die Connection zur Natur finden, auch Insektenhotels. Da nisten halt auch nur die 30 häufigsten Wildbienenarten drin. Die anderen nisten im Boden, die brauchen eigentlich so Sand und Lehm, Flächen auf dem Boden, wo die ihre Löcher reingraben können. Also es ist, ich habe selber noch nicht komplett durchgeblickt, aber ja, am besten ist halt trotzdem, ich sag trotzdem, häng ein Insektenhotel auf, pflanze ein paar Blumen und fang an, dich damit zu beschäftigen, weil dann nimmst du die überhaupt erstmal wieder wahr, die ganzen Tiere. Was krabbelt da rum, was fliegt da, Ding, und beschäftigst dich mit und dann ist ein langer Entwicklungsprozess, würde ich fast sagen, weil wenn du da keinen Bezug mehr zu hast, dann das dauert ein bisschen. Wenn du, wie alt bist du jetzt? 20. Wenn du jetzt gerade so auf die Welt guckst und auf, ich sag mal, uns Menschen, wie wir uns gerade verhalten. Und wir haben ja, wir sind ja so extrem disconnected von der Natur, die meisten. Was würdest du sagen, was ist so der erste Schritt, um wieder überhaupt anzufangen, sich mit der Natur zu verbinden? Weil viele sind natürlich auch nicht aufgewachsen wie du, die sozusagen von Anfang an als Kind schon auf dem Bauernhof waren. Und das ist ja deine Natur, quasi so aufgewachsen zu sein, sondern vielleicht Kinder, die in der Stadt aufgewachsen sind. Wie kriegt man das hin, überhaupt wieder zu verstehen, wie wichtig es ist, diese Verbindung zur Natur zu haben? Schwierig, weiß ich nicht. Ich habe da kein Rezept für oder so. Ich glaube einfach, sich damit wieder beschäftigen und halt einfach mal auf den Boden knien und die Blume angucken und gucken, was da drauf rumkrabbelt, keine Ahnung. Ich habe auch schon, ich kriege ja immer Videos zugeschickt und Bilder und so, wie dann so Dudes halt aus irgendwelchen Stadtteilen, wo halt nicht so, wo halt schon ein bisschen rougher zugeht, die dann eine Hecke filmen, die blüht und sagt, ey Bruder, hier sind übelst viele Bienen, was geht hier ab? Der hat halt einfach die Bienen davor noch nicht wahrgenommen, so hatte die gar nicht in seinem Spektrum drin gehabt irgendwie. Und ich glaube einfach, offen für, man hat ja so auch bestimmte, die Biene, die sticht oder die Wespe, die hasst man ja sowieso, weil die nervt nur und dann tut's auch noch weh und so. Und einfach mal kurz die Chance geben, dieses, ich meine, das hat ja einen Grund, warum jedes Tier hier da ist. Das ist wie so ein riesiges Netz und das sind alles die Verknüpfungen. Und nur weil man halt eine Wespe oder eine Mücke oder eine Zecke nicht mag, weil die halt nerven, haben die aber trotzdem irgendeine wichtige Aufgabe in diesem ganzen Ökosystem. Wie so ein krasses Uhrwerk mit ganz vielen, endlos vielen Zahnrädchen. Und jede Art, die wir rausnehmen, da fehlt dann was. Und irgendwann läuft es halt nicht mehr richtig. Und keiner weiß auch, wie viel man rausnehmen kann bis, ich meine, wir verlieren gerade jeden Tag über 150 Tier- und Pflanzenarten. Die sterben jeden Tag aus. Weniger, 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 weniger. Keiner weiß, wie lange es gut geht. Ich meine, ich glaube, der Natur ist es egal. Es geht eher darum, wie wollen wir den Planeten haben? Wollen wir hier in der Wüste leben und irgendwie am Hasseln sein? Oder wollen wir dieses ja total geil vielseitig? Ja. Ich habe auch keine Lösungen. Ich frage mich das nur die ganze Zeit und bin auf der Suche. Ja, das ist ja schon der erste Schritt, glaube ich, ne? Sich überhaupt auf die Suche nach der Lösung zu machen. Also überhaupt das bewusste Wahrnehmen des Problems. Weil ich glaube, vielen ist auch gar nicht bewusst, was es gerade bedeutet, dass zum Beispiel so viele Bienen und Insekten aussterben. Weil, ne, das ist ja, wie du gerade gesagt hast, im Ökosystem ist ja dann so eine Endloskette, wie so ein Dominostein, der dann losgetreten wird. Lass uns einmal über Bienen sprechen. Direkt rein in die Was fasziniert dich an Bienen? Du hast gerade gesagt, Wildbienen, ne, war das Erste, womit du dich dann beschäftigt hast. Mhm. Kannst du dich so an den Tag erinnern, wo du das erste Mal selber so bewusst die Bienen wahrgenommen hast und warst, okay, krass, was machen die hier eigentlich und wie krass die organisiert sind? Und
Das ist ja eigentlich crazy, oder? Bienen, also wie die leben, wie sie miteinander kommunizieren. Das ist ja auch total unterschiedlich. Also die Honigbiene, die hebt sich ja schon nochmal wie ein bisschen ab von den Wildbienen. Die ist auch eine von den Bienenarten, aber die lebt halt ein bisschen anders zusammen. Es gibt zum Beispiel Hummeln, die nisten auch als Kolonie. Also da gibt es eine Königin und dann so das Volk drumherum. Aber die wären halt auch nur ein paar hundert Tiere und im Winter sterben alle bis auf die Königin. Ach krass. Und die Honigbienen, und bei Wespen ist es auch so und bei Hornissen, da überleben nur die Königin und die gründen dann von null an wieder einen neuen Staat oder neues Volk im Frühling. Mhm. Und die Honigbiene überlebt halt als komplettes Volk, also überleben tausende Tiere, ernähren sich von dem Honig, den sie übers Jahr gesammelt haben und heizen sich auch immer wieder warm, weil die brauchen immer eine bestimmte Temperatur. Also, ich weiß nicht, wo ich da anfangen soll. Da gibt's über jedes verschiedene Tier und Ding kann man sich da endlos drin verlieren. Ich finde halt die Honigbienen ich persönlich finde die am spannendsten, weil die, ich habe noch lange nicht alles gecheckt, was bei denen abgeht, aber wie die das Wachs bauen, wie die den Honig sammeln, ist wirklich abgefahren. Lass mal reingehen. Nimm mich mal kurz, lass uns mal vorstellen, wir sind selber eine Biene und können mal in dieses Volk reinfliegen. Mhm. Was würden wir sehen, wenn wir da reingehen? Also, wenn wir uns vorstellen, wir haben so eine Mini-Drohne oder so und könnten da rein. Was passiert in so einem Bienenvolk den ganzen Tag lang? Was machen die? Wie reden die miteinander? So ein Bienenvolk ist, das ist, ich weiß, wie soll man es erklären? Du hast einmal die Bienen und in den Bienen gibt es drei verschiedene Arten von Bienen. Einmal die Königin, dann die Drohnen, die männlichen Bienen. Die werden halt nur so im Frühling bis Sommer produziert, herangezogen. Die werden auch wieder rausgeschmissen dann Mitte, Ende Sommer, weil die dann, da gibt's dann die Drohnenschlacht, weil die halt, die Drohnen sind so ein bisschen unbeliebt bei den Bienen eigentlich, weil die halt nur mitessen und nichts sammeln und halt dann nur rumhängen und den Vorrat aufbrauchen. Und dann werden sie halt irgendwann wieder entsorgt, weil sie im Winter nicht gebraucht werden. Und es gibt die Arbeiterinnen, die machen halt alles. Wenn die geboren wird, dann fängt sie erstmal an, sich um die anderen Jungen zu kümmern. Die wird erst ein Ei, dann wird's eine Larve, dann muss sie gefüttert werden und so. Und so die Arbeiterbiene, die geht so durch ganz viele verschiedene Bereiche in einem Leben. Da habe ich auch in dem Buch, gibt so zu jedem so einen Kapitel, die Wächter. Ja, das ist ganz manchmal geil. Passt ja, du hast da mit den Bildern. Wenn die Biene am stärksten ist, passt sie auf den Bienenstock auf sozusagen und bewacht gegen Feinde wie Hornissen und Wespen oder so. Dann sammelt sie, wenn die ältesten Bienen sind die den Honig sammeln, weil die fürs Volk die Putzbiene. Ja. Ja. Hast du die selber gemalt eigentlich? Nee, ein Kumpel von uns. Geil. Der ist ein Zeichengenie. Krass. Okay. Ja, aber das ist so, die Arbeiterinnen, die machen halt alles. Die sammeln den Honig, kümmern sich, putzen, bauen die Waben. Und diese Waben sind für das Bienenvolk wie so das Skelett der Knochen. Wenn so ein Bienenschwarm schwärmt, sind es ja nur die nackten Bienen. Mhm. Die hängen sich in den Baum und suchen sich dann eine Höhle. Bienenvölker leben eigentlich in hohlen Baumstämmen, in so verlassenen Spechthöhlen oder so. Und dann suchen die, also die Bienen schwärmen, hängen sich in den Baum, dann fliegen ein paar Bienen los und suchen nach im Radius von ein paar Kilometern nach einer neuen Höhle. Und wenn sie eine gefunden haben, fliegt der ganze Bienenschwarm in diese Höhle rein. Krass. Und dann fangen die an, innerhalb von wenigen Tagen diese Waben zu bauen. Jede von den Bienen, die haben so Wachsdrüsen. Mhm. Und die können am Tag bis zu 8 kleine Wachsplättchen ausschwitzen. Also winzig. Die sind wirklich, denkst, das ist eine Hautschuppe oder so. Und daraus bauen die halt dann, weil das halt zigtausende sind, die diese Plättchen, können die halt in 3-4 Tagen solche fetten Bienenwaben. Krass. Und die bauen halt diese Waben immer anhand ihrer Körpergröße. Und die sind auch eigentlich rund. Die fangen rund an und dadurch, dass sie, das kann man sich auch schlecht erklären, wie kommen die auf die Idee, dass es sechseckig ist? Also, wer hat denen gesagt, wir machen die Waben sechseckig, weil das die optimale Stabilität und Platz. Krass, die Intelligenz. Kein verschwendender Platz ist. Krass. Und die Wabe an sich, wenn du so eine leere Wabe hochhebst, die wiegt ein paar Gramm. Also die ist wie so ein Blatt Papier, die ist übelst leicht. Die Zellwände auch, die Wachs, wie soll ich sagen, die Wände der Wabe halt, die sind auch nur ein paar hundertstel Millimeter dick. Also die sind wirklich dünner als Papier eigentlich. Wie hängen die das auf? Also woran? Die kleben das oben an der Decke auch fest. Auch mit Wachs quasi. Ja, mit Wachs und Propolis, das ist auch wieder sowas. Ja. Propolis. Ja, da könnte ich endlos. Ja, go for it. Dafür bist du hier. Okay, das heißt, ein Bienenvolk findet sich zusammen
Und die fliegen dann zusammen in ein verlassenes Spechtnest oder Spechthöhle, bauen da über den Wachs, den sie ausschwitzen, die Wabe. Genau. Und was passiert dann? Ja, dann fangen sie an, halt wieder Honig einzulagern. Mhm. Das machen sie immer oben. Und den sammeln sie quasi? Den sammeln sie, genau, okay. was halt gerade blüht. Okay. Und dann fangen sie, wenn die Königin halt, meistens ist es so, wenn das Bienenvolk schwärmt, dann so im Mai, Juni ist die Schwarmzeit und dann ziehen die sich neue Königinnen heran sozusagen. Mhm. Und kurz bevor die neue Königin schlüpft, haut die alte Königin mit der Hälfte des Volkes ab. Ach, krass. Das spüren die irgendwie und dann, wer auch immer da das Startsignal gibt, dass jetzt geht's los, dann, das sieht, wenn man das mal miterlebt hat, wie so ein Bienenschwarm, das ist wie, als würde da Wasser aus dem Flugloch rauslaufen, weil die so tausende Bienen, die da einfach rausstürzen, der ganze Boden ist voll mit Bienen und dann fliegen da 30, 40.000 Bienen in der Luft rum, wenn es ein riesig, ein großer Schwarm ist. Krass. Und da ist sozusagen die Geburt eines Bienenvolks, wenn dieser Schwarm dann im Baum hängt. Mhm. Und die folgen halt dem Duft der Königin und dann, sobald die Königin dann begattet ist, fängt die dann an, in der neuen Höhle, wie es in der Natur halt ist, Eier zu legen. Und dann geht es wieder von vorne los. Ja. Krass. Propolis? Erzähl. Propolis sammeln die Bienen das Harz von Baumknospen. Mhm. Also wenn die Knospen aufgehen, dann ist da ein bisschen Harz dran. Mhm. Das sammeln die und vermischen das halt mit so eigenen, bisschen mit Bienenwachs und halt mit so eigenen Körper... was auch immer, Säften, wie auch immer. Ja. Und dadurch entsteht wie so ein antibakterielles, die produzieren sich wie so ein eigenes... Antibiotikum. Ja, Antibiotika oder Antibiotikum, ich weiß, eins von beiden. Ja. Und das ist halt krass desinfizierend und damit kleiden die komplette Höhle aus. Und dadurch ist halt, wenn dann Wasser, Kondenswasser sich bildet, weil die heizen ja auch immer die Höhle heizen die auch immer hoch, die Brut braucht immer so um die 35 Grad, dass die sich entwickeln kann. Dann steht da ein Kondenswasser und das kondensiert dann an dem Propolis und das reichert sich dann wieder an mit den Substanzen in dem Propolis und dann haben die gleich ihre eigene Medizin sozusagen. Also richtig, das ist richtig krasse Zusammenhänge. Ja, und das Propolis ist ja auch für uns ziemlich gesund und. Crazy. Krass. Viele Menschen haben ja Angst vor Wespen, Hornissen, Bienen, also das ist ja immer das Erste, so geh weg. Wie ist eigentlich das richtige Verhalten als Mensch, wenn eine Biene kommt oder eine Wespe kommt oder eine Hornisse kommt? Bienen kommen eigentlich nicht. Mhm. Also manchmal besucht mich trotzdem einer, wo ich denke, okay, wo kommst du jetzt her? Setz dich auf meine Hand. Da ist einfach, solange die Biene, also wenn es jetzt um Bienen geht, solange du die nicht stresst oder nervst, sticht die dich nicht. Die weiß oder die spürt wahrscheinlich, dass wenn sie sich sticht, stirbt sie und darauf hat die keinen Bock. Mhm. Also nur wenn die aus ihrer kleinen Bienentraumwelt rausgerissen wird, wenn du drauf trittst oder sie unterm Arm einklemmst oder so, dann sticht sie dich. Ansonsten kann die auf deiner Hand rumkrabbeln und du kannst sie dir in Ruhe angucken. Und da passiert eigentlich gar nichts. Klar, gibt immer ein paar Akrobienen auch. Wenn ich so einen Kasten mal aufmache, dann von so tausenden Bienen ist immer mal einer, der eskaliert. Da kannst du nichts dagegen machen. Aber wie oft bist du schon gestochen worden? Keine Ahnung. Oft? Ja. Aber eigentlich selten. Das sind dann immer so bestimmte Aktionen. Ich habe diesen Sommer einen Bienenschwarm von einem Baum geholt, der war so 8 Meter hoch. Ich da hochgeklettert und die Bienen hatten halt gar keinen Bock. Und dann habe ich die versucht. Ich hatte nichts wirklich, um die runterzuholen. Noch keinen Anzug dabei. Und dann ich hatte einen Anzug dabei, ich hatte ihn nicht an. Und dann habe ich so einen Balkonblumenkasten hatte ich. Und die hingen so schräg am Baum und dann bin ich so da hoch und habe die so versucht, so abzuschaben. Ach, das hat denen nicht so gefallen. Ich 7 Stiche ins Gesicht gekriegt und bin fast den Baum runtergeflogen. Aber hat es dann funktioniert? Ja, nach dem zweiten Versuch dann schon, aber und du musstest das Volk hat es auch nicht geschafft dann. Okay, krass. Die waren schon gebrandmarkt, weil der Schwarm hing schon 2 Tage am Baum. Okay. Und am Tag davor hat ein anderer Imker versucht, den runterzuholen. Okay. Und der hat da ewig dran rumgestochert und die sind dann einfach, die hatten einfach keinen Bock mehr. Okay. Das wusste ich aber nicht. Okay, scheiße. Und es passiert halt auch, dass so ein Bienenschwarm dann einfach in so einem Ast hängen bleibt, weil wenn sie keine Höhle, die ihnen passt, in der Umgebung finden, bleiben die da hängen und fangen an, die Waben an dem Ast zu machen. Und es geht auch eine Weile gut, aber sobald der Frost dann kommt, erfrieren sie halt dann. Okay, krass. Ja. Das heißt, ihr wolltet die runterholen, um ihnen eigentlich ein sicheres Zuhause zu geben quasi? Ja, die hätten bestimmt auch irgendwas so gefunden. Mhm. Aber ich habe halt so ganz viele hohle Baumstämme und Körbe und so. Mhm. Und ich wollte
experimentiere da viel rum. Mhm. Wenn mich jemand anruft, der eine Scham hat, dann sage ich halt, ja, okay, wenn es irgendwie in der Nähe ist, dann komme ich vorbei und schaue, ob es geht. Machst du deinen eigenen Honig? Ich habe dieses Jahr keinen einzigen Honig geerntet. Die dürfen bei mir alles behalten. Es sind dann halt ein paar Völker gestorben jetzt im Winter. Da bleibt halt dann Honig übrig sozusagen. Den halt hat keiner mehr Verwendung für. Den essen wir dann. Aber am Anfang, ich bin ganz normal, habe angefangen im Imkerverein drin. Ich habe da auch paar Kollegen oder Freunde da, mit denen ich immer mal imker und denen ich helfe oder so. Aber ich habe für mich irgendwann entschieden, dass ich den Honig nicht mehr wegnehmen will, weil die den halt für sich sammeln und da extrem viel Arbeit drin steckt. Also um einen Tropfen Honig zu sammeln, muss die Biene halt über 1000 Blüten anfliegen. Und so ein 500-Gramm-Glas Honig sind halt auch ein paar Kilo Nektar, weil die das ja runtertrocknen. Und also das ist unfassbar, was da Arbeit drin steckt. Eine Biene schafft in ihrem ganzen Leben gerade mal einen Teelöffel Honig zu sammeln. Also jeder Löffel Honig, den du dir den Tee machst, ist am Ende so die Arbeit von einer Biene, die sie geschafft hat in ihrem Leben. Und deswegen, so, ich habe da irgendwie, ist für mich eher wie Medizin irgendwie sowas. Was ganz Besonderes. Ja, und deswegen, ich will das denen nicht wegnehmen, weil für mich macht es irgendwie keinen Sinn. Ich muss ja nicht davon leben oder so. Ich mache es einfach, weil es mich fasziniert. Und ich habe die Bienen auch nicht, um sie irgendwie auszubeuten oder so. Und deswegen beobachte ich, wie sie den ganzen Sommer den Honig sammeln und dann gehe ich hin und nehme es ihm weg und ich irgendwie nicht so Bock drauf. Das ist voll, also ich finde es so schön, weil es so ja voll dem entgegen ist, wie viele Menschen sich ja mit der Natur sehen. Also die Natur ist da, um uns irgendwie zu dienen oder damit wir irgendwie das kriegen, was wir haben wollen. Und es ist wahrscheinlich auch so ein Tauschhandel oder so. Ich meine, die Natur ist ja da und wir brauchen sie ja, um essen und alles zu können. Aber ich glaube, sobald Gier oder halt irgendwie, es ist halt so ein schleichender Übergang zu Ausbeutung und das Mittelmaß. Was würdest du denn generell sagen, auch zu Honig im Supermarkt? Sollte man den kaufen oder eher nicht? Das Krasse ist halt eigentlich, und was halt auch so ein Nebeneffekt ist dass es halt so viele Leute jetzt auf einmal interessiert mit den Bienen, das war ja davor eigentlich eher so ein Thema für die älteren Leute, ist halt, dass auf einmal die Leute jetzt anfangen, Honig zu kaufen, um der Natur was Gutes zu tun. Weil die denken halt, ja, damit unterstütze ich Bienen und die Bienen sind ja toll für die Natur. Und dadurch kaufen die halt dann jetzt Honig so ungefähr. Und das kurbelt es aber nur noch mehr an. Ja. Weil wenn man sich das so, das ist schon ziemlich tief in der Materie jetzt drin, aber du hast diese über 500 verschiedenen Wildbienenarten. Mhm. Die Honigbiene ist eine davon. Mhm. Die Natur gibt aber nur eine begrenzte Anzahl an Nektar zur Verfügung. Also nur weil es mehr Bienen gibt, gibt es ja nicht gleich mehr Blumen. Und die Honigbienen sind halt, weil sie einfach so überkrass sind, die können sich eben abstimmen. Also wenn die einen Baum finden, der blüht, eine Linde oder so, dann machen die so einen Tanz, Schwänzeltanz heißt es, und können dann ihren Kolleginnen sagen, jo, Brudi, Schwesti, wir müssen dahinter, da geht gerade was. Und dann fliegen die halt da alle hin, wie so eine Armee, und grasen diesen ganzen Baum ab. Und die Blume oder die Blüte gibt halt nur so lange Nektar, bis sie bestäubt ist. Mhm. Und sobald sie bestäubt ist, geht es halt in die Frucht über. Und da Honigbienen auch immer nur eine Blüte anfliegen, bestäuben die halt extrem schnell und extrem effizient, weil die halt dann auch noch wissen, wo was blüht. Eine Wildbiene oder eine Hummel, die fliegt halt random zu der Blüte, die sie gerade findet. Dadurch wird die Blüte nicht bestäubt, aber sie produziert halt viel länger, blüht viel länger und produziert viel länger Nektar. Mhm. Umso mehr Honigbienen, umso schneller. Also das ist wie so ein... Ja, die sind auch da dann wieder so ein Dominoeffekt. Ja, ne? Anspruchsvoll da durchzublicken überhaupt. Aber eigentlich gibt es viel zu viele Honigbienen. Also wenn man irgendwie der Natur helfen will, soll man kein Imker werden. Es gibt fast 1 Million Bienenvölker in Deutschland und das hat sich verdoppelt jetzt in den letzten paar Jahrzehnten. Also es gibt viel mehr Bienen als je zuvor. Aber weniger Lebensraum. Ach krass. Ja. Kurz einmal zu Thema Wespen und Hornissen. Mhm. Im Sommer, wie verhält man sich denen gegenüber am besten? Das weiß ich selber manchmal nicht. Ja, nee, okay. Es ist halt auch ruhig bleiben, aber wenn die dir dann auf einmal in den Mund fliegt, ich weiß auch nicht, dann fuchtel ich die halt auch weg. Okay. Die sind aber, wenn man versteht, was denen ihre Aufgabe in der Natur ist, dann kann man es irgendwie auch akzeptieren. Was ist deren Aufgabe? Die Wespe fliegt dir dann nur zu deinem, man muss sich vorstellen, die ist extrem unter Stress und unterzuckert. Mhm. Weil die halt, also bei Die ist Wespen, hangry. Ja, übelst krass. Weil bei Wespen ist das anders wie bei
Bienen, die Babywespen und Babyhornissen ernähren sich von tierischen Eiweiß, also von Insekten und Fleischstücken und sowas. Mhm. Und dadurch, aber die wachsenden Tiere eben auch wieder von auch Nektar und die kommen halt, aber die haben keinen Saugrüssel, die kommen nicht in die Blüten rein. Das heißt, die fliegen extrem unter Stress, weil sie halt ihre Jungen füttern müssen, fliegen die rum und wenn die irgendwo was Süßes finden, wie eine Limo, die rumsteht oder irgendwas, ein paar süße Backwaren oder so, dann fliegt die halt hin und snackt sich das, weil die halt denkt, boah, kurz Power. Weil die eigentlich, müssten wir die voll feiern. Weil ohne Wespen und Hornissen hätten wir viel mehr Fliegen und Mücken und alle Insekten, die wir eigentlich nicht mögen, weil sie uns nerven, fressen die. Also die fressen tausende Kilogramm im Jahr von diesen ganzen Insekten, die wir eigentlich nicht mögen. Ach, krass, das ist und ohne die hätten wir halt noch viel krassere Plage. Die Fliegen, die sind wie so Jäger. Die fliegen nur rum und jagen andere Insekten. Wirklich? Ja. Und halt auch Raupen und alles, was sie so finden. Krass. Crazy. Erzähl mal kurz zu deinem Buch, Quentins Welt der Bienen. Hast du mit deiner Schwester geschrieben. Wie kam die Idee zu dem Buch? Und was ist vielleicht auch deine, hier hinten ist schön mit dem Blumensamen drin. Ich schüttel mal. Call to Action. Der Call to Action für die Blumen. Pflanze ich nachher, also nicht nachher, muss mir mal sagen, wann ich die am besten pflanze in meinem Garten. Frühling. Frühling, macht Sinn. Ich habe heute Morgen erst, ich habe mit meinen Kids im November haben wir ein Vogelhaus bei uns jetzt hier hingestellt. Wir haben ja ganz, ganz viele Vögel hier auch im Garten und es ist so cool, einfach zu sehen, wer wo immer wo wie hinfliegt und ja, ist ganz süß. Dein Buch. Wie kam es dazu? Was ist der Wunsch vielleicht auch, den du mit dem Buch hast? Und ja. Ich bin ja kein Wissenschaftler oder ich habe auch noch nicht seit 50 Jahren Bienen und Forscher die ganze Zeit. Ich bin halt einer, den es voll gepackt hat, der die Natur erhalten will so und so ist das auch ein bisschen aufgebaut. Das ist jetzt kein Fachbuch, wo ich erkläre, wie man Imker wird oder so, sondern das ist eher wie so ein, ja, wie so ein, ich nehme einen da mit auf meine Geschichten und Sachen, die ich erlebe und Sachen, die mir passieren und dann kommt wieder irgendwas und das ist eher so ein Türöffner mit halt, wo ich auch schon ein bisschen das alles beschreibe und es gibt auch so Infoparts drin, wo man dann genauer was erfährt über die Königin oder über die Wildbiene oder über die einzelnen Sachen. Aber tendenziell ist es eher wie so ein Türöffner. Mhm. So jetzt, wo es draußen ist, ist es für Familien hammergeil. So perfekte Abendgeschichtenlänge. Aber auch Freunde von mir haben es gelesen und ich habe die dachten, das ist für Jugendliche geschrieben oder meine Oma. Meine Oma ist schon eine kleine Buchhändlerin geworden, die vertreibt die ganze Zeit an ihre ganzen Freunde. Alle ihre Freunde mussten dieses Buch schon haben. Und meine andere Oma, die fand das so spannend, dass sie das nicht abends lesen konnte, weil, warum auch immer, weil sie es zu aufregend fand, manchmal die Geschichten. Ja. Aber die sind nicht, das ist jetzt keine Gruselgeschichten oder so, keine Ahnung. Da die Hornisse. Mein Sohn ist tatsächlich letztes Jahr auf eine Hornisse getreten. Mhm. Boah, das war so krass. Der hat 2 Stunden geschrien. Also wirklich, ich dachte, also das war, das habe ich noch nie, es muss so weh getan haben. Auch sein kompletter Fuß ist so krass angeschwollen. Das war meine erste Begegnung mit einer Hornisse. Wir hatten ein Hornissennest im Garten und ich habe die halt, das darf man nicht machen, aber weil ich halt jünger, habe ich auch ein bisschen genervt so. Wir haben da so mit der Spritzpistole Zuckerwasser ran, weil wir die füttern wollten. Mhm. Haben die nicht gemacht. Dann, die kamen dann halt raus und ich habe wirklich original, die fliegen dann so mit dem Arsch nach vorne. Ach du Scheiße, okay. Die fliegen und stechen, die zielen auch immer auf die Augen und auf den Mund, weil die beim Bären, ja, auch, weil halt der, normal war es der Bär, der die genervt hat, halt auch bei Bienen ist es so. Und da waren da halt kein Fell an der Nase und an den Augen. Und da konnte und mir hat original die Hornisse kam so und hat mir 2-mal in die Nase gestochen. Ich hatte mich wie so ein Clown, sah ich aus. Und dann habe ich auch erst... Das tut richtig weh, oder? Erst ein bisschen so Panik geschoben, weil man kennt ja irgendwie die Geschichten, 4 Hornissenstiche und dann stirbt ein Pferd und sowas. Mhm. Aber Hornissengift ist eigentlich gar nicht giftig. Wenn du nicht krass allergisch bist oder so, du würdest hunderte von diesen Stichen aushalten, ohne Probleme. Bienengift ist viel giftiger. Ehrlich? Und Bienenstiche würdest du auch echt viel, sehr viele aushalten. Also das Gift, das tut halt weh, ist unangenehm, aber es ist nichts Schlimmes. Wenn mich eine Biene sticht, dann mache ich den Stall raus und so. Also ich zuck da auch nicht mehr. Da gewöhnt man sich dran. Man hat da so übelst Angst davor, aber am Ende ist es wie, als ob man sich aus Versehen kurz kneift oder einen Kratzer kriegt oder so. Das ist nichts Schlimmes. Ja. Ja. Krass.
du machst ja, also auf Instagram und TikTok bist du ja insofern mega aktiv, als dass du super viel teilst von deiner Welt, was du mitnimmst. Wie ist das Feedback, was du bekommst von Leuten, auch vielleicht in deinem Alter, auch jünger, weil du sprichst ja jetzt auch nochmal eine ganz andere Generation an. Wie reagieren die Leute auch in deinem Umfeld da drauf und auch jüngere Leute? Was kriegst du so für Nachrichten? Du hast vorhin schon erzählt von dem einen, der dann irgendwie aus Berlin dir die Hecke schickt mit den Bienen oder so. Eigentlich nur positiv. Mhm. Also es ist echt, aber es ist halt auch eigentlich ein Thema, was uns alle betrifft. Also egal, wie du drauf bist, welche Meinung du hast, wer du bist, was du machst, jeden von uns geht es was an. So, jeder von uns sollte sich eigentlich damit beschäftigen, weil so, wir sitzen alle im selben Boot, weißt du, wie ich meine? Ja. Und da ist halt auch das, was ich mega feier, das ist eben mich Leute mittlerweile, die sind 3-4 Jahre alt, wo ich mir denke, oh nein, eigentlich, wieso guckst du dir das an? So, du darfst doch gar nicht da drin sein, das ist nicht gesund. Und dann aber, wo ich auch einmal von über 70-Jährigen angesprochen werde, die sich dann ein Video auf TikTok von mir reingezogen haben, ich dachte, okay, krass. Also, es erreicht schon eigentlich alle, die alle Altersgruppen. Krass. Und ganz konkret, weil für jemanden, der jetzt zum Beispiel auch sagt, jemand anderes, der ein Thema, jetzt vielleicht nicht die Bienen, sondern vielleicht gibt es jemanden, der hat das Thema vielleicht vegane Ernährung oder irgendwas, was er gerne in die Welt tragen möchte oder sie vielleicht auch in deinem Alter. Wie machst du das im Alltag? Also machst du dann, du schneidest deine Videos selbst, du machst das alles komplett selber. Ja. Krass. Das ist mittlerweile schon so ein kleines Team da drum entstanden. So auch Klassenkameraden, die jetzt mitmachen. Wir haben auch einen kleinen Online-Shop mittlerweile, wo sich die Leute, die es feiern, halt so Sachen kaufen können und so. Also wir sind wie so ein Beasties Team. Und auch die Family ist da mit am Start, meine Geschwister. Wie viele Geschwister hast du? 2. Und halt noch den Bruder, wo wir jetzt vorhin gebaut haben. Was ist deine Vision? Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir sitzen hier jetzt nochmal zusammen in 5 Jahren, du bist 25. Was siehst du bis dahin, was du gerne vielleicht verändern möchtest, was du erschaffen möchtest, wie du auch einen gesunden Planet. Ja, ich will einfach, also meine so richtige Vision ist einfach irgendwann ein großes Stück Land, also ein richtig großes Stück Land, wo man das alles zeigen kann, wo man halt wirklich alle Komponenten, alle Themenbereiche wie mal connected und halt so zeigt, okay, so könnte es gehen. Habe es bis jetzt noch nicht gefunden, wo Leute das irgendwie machen. Es gibt voll viele Ansätze, aber alle haben dann irgendwie ein Thema nicht mit beachtet. So. Mhm. Also die sind dann halt in dem, sind halt alles Freaks, die halt dann für eine Sache extrem brennen und dann da komplett drin sich verlieren, was ja geil ist. Aber so mal so viele, mehrere von diesen Themen alle vereint. So das. Erklär mal genau, also ich stelle mir jetzt vor, 2025, ich komme zu dir auf dein Land, was ist da? Was würde ich sehen? Was wäre da, wenn du sagst, du würdest da alles beachten? Oder so viel wie möglich alles ist wahrscheinlich gar nicht. Also so autark, wie es geht. Also Essen selber anbauen, da sollen auch viele Leute leben können. Ein Bauer, ein Schreiner, ein wer auch immer. Gibt es dann aber auch viel so, ich bin in so einer Freestyle-Szene aufgewachsen. Meine Eltern machen so Workshops an Schulen mit gesunder Ernährung und Nachhaltigkeit und halt eben viel Bewegung mit Breakdance, Skaten, Parkour, Frisbee, Freestyle-Fußball und so. Also ich, dieses Freestyle-Spirit-Ding und so, ich skate selber seit über 10 Jahren. Das ist ganz wichtig, finde ich. Also, dass man eben nicht nur, es gehört halt alles so dazu. Ich kann auch nicht den ganzen Tag Blumen pflanzen, da drehe ich auch irgendwann durch. Ich muss irgendwann mal wieder skaten gehen, so, weißt du, ich meine? Und dann eben halt auch, dass die Natur im Einklang ist und so. Es ist schwer zu, es ist halt alles so, irgendwie entsteht halt gerade, aber es ist so die Vision, wo wir halt hinwollen. Und ansonsten halt den Planeten heilen und irgendwie die Leute versuchen zu motivieren, Bewusstsein zu schaffen, dass sie das wieder wahrnehmen, weil es ist einfach extrem krass einzigartig, was hier geht. Du kannst eigentlich dir nur nicht in eine Wiese setzen und Grashalme beobachten und jeder ist anders und jeder sieht anders aus und also es ist, ich find's crazy. Ich bin vielleicht auch ein Nerd drin, aber. Mir ist es total, es ist mega cool. Also es ist ja einfach. Auch warum ist die Natur schön? Also warum ist ein Sonnenuntergang so, wie ein Sonnenuntergang aussieht? Oder jeder fragt es auch irgendwie alles so. Wenn du sagst, du möchtest, dass die Menschen oder ne, du möchtest den Planeten heilen und du wirst das ja nicht alleine schaffen,
Mhm. Auch wenn du da schon ganz schön gut vorausgehst. Also du machst einen Megajob. Was kann jeder im Alltag tun? Also was können wir im Alltag tun? Was gibt es vielleicht auch für Petitionen, wo man irgendwie aktiv werden kann? Also hast du so 2, 3 Dinge, wo du wirklich sagst, hey, mach das, das und das und das hat schon einen Impact? So mit Petitionen und so habe ich mich selber noch nicht so viel beschäftigt. Ich war bis jetzt eher nur so, was kann ich selber so machen und irgendwie, ich glaube einfach, wenn man selber, ich glaube, es bringt nichts anderen zu sagen, wie sie es machen sollen. Mhm. Du kannst nur selber einfach dein Ding machen und entweder andere fühlen das und feiern das und denken dann, boah, ich will das auch so machen, weil das einfach gut ist oder irgendwie was Positives bewirkt. Ja, ich habe da nicht ich kann jetzt wieder sagen, pflanzt Blumen und beschäftigt euch damit oder so, aber ich glaube einfach, es gibt ja endlos verschiedene Themen. Der eine brennt für das, der andere brennt für das und was ich oft merke, ist, viele wissen viel, aber sie leben es halt nicht. Mhm. Also es bringt einem halt auch nichts, das alles zu wissen und das studiert zu haben, aber wenn du es dann nicht umsetzen kannst. Also man muss halt, dann braucht man teilweise gar nicht so krass viel Wissen, muss gar nicht so tief drin sein, aber wenn man das, was man weiß, halt auch lebt, so weiß ich mein, dann hat es halt schon einen viel größeren Impact. Das ist voll der gute Punkt, ja. Also so denke ich mir, keine Ahnung. Ja, voll. Ich bin zu 100% bei dir. Ich bin ja auch Mama. Ich habe 2 kleine Kids. Ich bin auch wie du. Ich bin auch komplett in der Natur aufgewachsen mit Tieren. Und ich kann bis heute nicht verstehen, wie Menschen zum Beispiel Lammfleisch essen können, weil ich immer als Kind, saß immer mit den Lämmern da und ich weiß immer noch der Geruch, wie meine Hände, wenn man Schafe gestreichelt hat, ne? Das ist ja auch so krass, wie die Hände dann danach riechen. Und das sind so, ich glaube, auch so Erfahrungen, die man dann, glaube ich, macht, auch gerade, ne, in der Kindheit, die einen so sehr damit verbinden und womit man dann in so einer Liebe ist zu der Natur. Gibt es schon Orte, die du, wenn jetzt zum Beispiel jemand zuhört und die Person hat Kinder und sagt, ich lebe aber in der Stadt, was würdest du sagen, gibt es so Orte, wo man hinfahren kann mit seinen Kindern, um die näher in die Natur zu bringen? Mit Sicherheit. Mhm. Aber ja, das ist halt je nach Region, da gibt es bestimmt irgendwelche Bauernhöfe, die da krass irgendwie was. Ja. Ich kenne mich da nicht so genau aus, wo jetzt was genau ist. Ich kenne keinen Ort, wo ich sage, ja, man, da ist. Da geht's. Da geht alles. Der kommt dann von dir. Ja. Wir sind noch 5 Jahre warten. Ich hoffe. Ich kriege auch so viele Nachrichten, wo, ey, kann man euch besuchen, kann man mal einen Tag Praktikum bei uns machen oder so, aber was soll ich denn machen? Die alle chillen dann alle in meinem Garten. Das klingt irgendwie, ja, das geht nicht. Nee, das macht keinen Sinn. Ja. Also, den Ort nicht, aber man kann auch einfach irgendwie an den Fluss gehen oder in die Natur gehen und halt, keine Ahnung, Pilze sammeln gehen. Mhm. Ich bin voll der Pilzfreak. Ja? Ich finde das voll geil im Herbst. Ich meine, du gehst spazieren, bist gesund, bist an der frischen Luft und es ist wie Ostern. Also, du sammelst die ganze. Ja! Ich habe voll lang gebraucht, bis ich so Steinpilzstellen gefunden habe. Aber irgendwann habe ich so, jetzt mache ich meine Stellen und dann komme ich mit so einem Korb Steinpilze nach Hause im Herbst und es ist halt. Krass. Ist bei euch im Wald dann einfach, dass es da wächst. Ja, aber ich mache halt immer mal so einen alten Pilz-Dude getroffen, der dann so einen Korb hatte mit Steinpilzen und so, fuck, wo hat er die wieder gefunden? Krass. Und dann ist halt Hustle-Modus bisschen, aber du gehst halt dann da ein paar Stunden in den Wald und. Aber das ist halt auch wieder so, wahrscheinlich war es, weil wir das als Kind. Weil ich das als Kind oft gemacht habe mit meinen Eltern, ist es halt so drin und dann. Ja, ist mega schön. Es gibt eine Frage, die stelle ich immer im Podcast. Mhm. Stell dir vor, du lebst noch ein ganz, ganz, ganz langes, mega erfülltes Leben. Du wirst irgendwann diesen Hof haben oder dieses riesige. Wie viele Quadratkilometer sind das ungefähr? Was stellst du dir dafür? Keine Ahnung, aber schon einige Hektar müssen schon sein, dass man alles macht. Also, es ist richtig groß. Ja. Ist es in Deutschland oder ist es woanders? Weiß ich nicht. Okay. Ja, geil. Ich freue mich schon drauf. Ich komme auf jeden Fall vorbei. Und vielleicht lebst du dann selber dort oder du lebst woanders, aber du bist richtig, richtig alt, du bist mit der Natur verbunden, du hast mega den Beitrag geleistet, die Welt zu heilen in der Natur. Und irgendwann wäre aber der letzte Tag deines Lebens. Mhm. Und ich würde zu dir kommen und sagen, Quentin, es ist der letzte Tag deines Lebens. Hier ist ein weißes Blatt Papier und ein Stift. Und wenn du sonst nichts hinterlassen könntest, deine YouTube-Videos sind gelöscht, TikTok ist gelöscht, das Buch ist weg,
Was sind drei Dinge, die du auf dieses weiße Blatt Papier schreiben würdest, von denen du dir wünschen würdest, dass die Menschen danach leben? Oder Dinge, die du gelernt hast, die du weitergeben wollen würdest? Boah. Schwierig. Ich glaube, dass die Menschen dankbar sein sind, dass man sich das immer wieder ins Bewusstsein holt, was wir hier auch für ein Privileg haben, hier zu wohnen. Wir haben jetzt 3 Wochen Fahrradtour in Spanien gemacht und da siehst du dann halt Marokkaner, die genauso alt sind wie ich, die dann da in einem abgeranzten LKW an dir vorbeifahren und du weißt, okay, die arbeiten ihr ganzes Leben auf dieser Plantage und leben in der Blechhütte da drüben. Das tut einen krass ground, also dieses so, das einfach wertschätzen und dankbar sein, weil wir sind hier wirklich in die Made im Speck, auf dieser Welt. Und ja, es einfach feiern und so bewusst wahrnehmen wie möglich. Ich kann jetzt nicht den einen Satz habe ich nicht, den man draufschreiben kann, schön, aber ja. So bewusst das wahrnehmen wie möglich und es halt als Chance sehen. Also jeder weitere Tag, wo du halt hast, ist einfach eine Chance, irgendwie was zu verändern oder was zu bewirken hier. Und ich meine, wenn man sich mal überlegt und in sich geht, wie viel Zeit man den ganzen Tag verhasselt und klar, man ist dann in seinem Alltag drin und in seinem Daily Shizzle so, aber wo, wenn man sich zurückerinnert, wo waren die Sachen, die irgendwie was, auch wenn es nur was Kleines ist, auch wenn es die Biene ist, die in der Scheibe rumfliegt, weil sie nicht rauskommt oder so. Ich meine, damit rettest du jetzt, das hältst Artensterben nicht auf oder so, aber das sind so, keine Ahnung, das sind so kleine Moves einfach, die man eben macht oder nicht macht. Ich weiß nicht, was ich aufs Blatt schreiben würde, keine Ahnung. Ey, es ist eine der besten Antworten, die, glaube ich, je gegeben worden sind hier. Warum? Im Podcast. Also nee, weil es bringt es, glaube ich, perfekt auf den Punkt. Wie kann man dich unterstützen? Alle, die jetzt gerade zuhören, was kann die Community machen? All die Millionen Menschen, die den Podcast anhören, was können die machen, um dich zu supporten, deine Arbeit zu supporten? Ich würde es eigentlich gerne umdrehen. Ich würde mir eher wünschen, dass alle, die das hören oder so, versuchen, irgendwie was zu machen. Ich meine, ich gebe ganz viele Tipps in meinen Videos und so und versuche in jedem Video irgendwie, dass man sich's anguckt, dass man da rausgeht und irgendwie, jetzt bin zwar in einem Tierheim und habe Igel gerettet. Die haben jedes Jahr 800 Igel irgendwie, die groß peppeln. Werden tausende Igel überfahren und angefahren und so, die nähen die zusammen und fliegen die wieder. Nehmt so einen kleinen Igel auf und gibt dem ein neues Zuhause oder so. Ich glaube, das Beste, wie man mich unterstützen kann, ist, wenn ihr euch selbst unterstützt und weiterbildet und Sachen ausprobiert und ein paar Blumen pflanzt. Mega. Einheimische Blumen und Wildkräuter, die mehrjährig sind und für die Wildbienen gut sind. Wie zum Beispiel? Wie man die pflanzen soll? Nein, also welche Blumen zum Beispiel konkret? Boah, da gibt es endlos viele. Also es gibt da hunderte verschiedene Arten. Okay, das heißt, halt bei dem Saatgut achten, das ist das Ding. Meine Lieblingsblume ist, vielleicht ändert sich das auch, der Natternkopf irgendwie gerade. Feier den einfach, der sieht geil aus. Aber wenn du so eine Rose hast. Also Rosen sind eigentlich, so eine Wildrose ist extrem wertvoll für die Natur. Aber da hat der Mensch halt ein bisschen wieder drin rumgezüchtet an der Genetik. Jetzt hast du diese gefüllten Rosen, wo nur Blütenblätter drin sind. Da muss man eh drauf achten. Man darf keine gefüllten Blüten haben, weil da kein Pollen mehr drin ist. Die Biene kommt nicht an den Nektar und an den Pollen ran. Das ist einfach wie so eine bunte Kugel, die die Biene verarscht und die Biene verbraucht noch Kraft, weil sie hingeflogen ist. Deswegen schaut, wenn ihr sowas kauft, dass es halt Blumen sind, die auch was nützen so. Und pflanzt keine Thuja-Hecke oder sowas, weil das bringt der Natur halt auch nichts. Mega. Das heißt, Bewusstsein, sich informieren, lernen, aktiv werden, gucken, wo kann ich meinen Beitrag leisten. Es gibt auf YouTube so viele Leute, das sind zwar oft Nerds, aber die haben sich endlos damit beschäftigt und erzählen dann, was sie machen und wie sie's denken. Das wird auch so ein bisschen dieses Jahr, ich will mich mit mehr Leuten noch zusammensetzen und quatschen und das irgendwie, das halt filmen und dann denen die Plattform irgendwie geben, dass die ihr Wissen raushauen können, wo sie sich ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben. Weil das halt so, geht so ein bisschen verloren irgendwie so. Ist auch bei so, ich mache jetzt wieder die Save the Birds Kampagne, geht jetzt wieder los. Erzähl mal.
wo wir jetzt, das habe ich letztes Jahr gemacht, wo ich halt angefangen habe zu sagen, ey, yo, die Vögel sterben aus. Wir haben so über 60% der Vögel verloren in den letzten 40 Jahren. Also an Masse halt. Es gibt ein paar endlos Vögel, die auf der roten Liste schon sind und so. Dass man halt die Vögel füttert und Nistkästen aufhängt und halt auch die richtigen Nistkästen, zum Beispiel Halbhöhlen-Nistkästen sind besser, weil man dann die Arten fördert, die nicht ganz so krass schon gepusht werden mit den normalen. Jetzt habe ich gerade Faden verloren. Save the Birds. Genau. Kampagne. Und da haben halt auch dann ganz viele Leute mitgemacht und ich habe es leider noch nicht zeitlich geschafft, mal da so ein Video, Auswertungsvideo zu machen, aber da haben wirklich zigtausende Leute mitgemacht. Krass. Die mir dann ganze Klassen und Schulen haben Nistkästen gebaut und die dann aufgehangen und so und sich halt damit beschäftigt. Und das geht jetzt in die zweite Runde. Wir waren jetzt 10 Tage Fahrradfahren und haben halt, ein paar Firmen haben uns da Geld gegeben und wir haben halt sozusagen pro Kilometer Betrag X gesammelt. Und damit kaufen wir und bauen uns ganz viele Nistkästen und die verschenken wir dann an Leute und halt Vogelfutter und so. Und halt auch wieder. Und da geht's halt auch wieder los, dass man halt Lebensraum wieder erschafft für die ganzen Tiere. Wann geht es los? Boah, ich weiß nicht, wie schnell ich bin. Bin im Cutten gerade. Das Video ist 2,5 Stunden und ich mein Rechner kackt ab. Der Plan ist Mitte Februar. Es wird wahrscheinlich eher Ende Februar. Okay. Ich werde es auf jeden Fall hier im Podcast verlinken. Für alle, die da dabei sein wollen. Quentin, oh mein Gott, es ist einfach, du bist so krass. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob du weißt, wie krass du bist. Es ist wirklich so beeindruckend und ich wünschte, jeder Mensch wäre ein bisschen wie du. Dann hätten wir. Ich bin einfach nur auf der Suche. Ja, ich weiß, aber es ist so, du bist so inspirierend und mir ist es einfach auch immer wichtig, wenn ich so Menschen treffe, die einfach so einen Impact machen und die rausgehen und die mutig sind und die ihrem Herz folgen. Ich finde, es ist so wichtig, das zu appreciaten und das anzuerkennen, weil das ist so selten leider und gleichzeitig so wertvoll. Deswegen einfach danke, was du machst. Und danke, dass du da so vorausgehst und uns alle irgendwie mitnimmst und inspirierst. Und ja, ich finde es so schön und danke für alles, was du geteilt hast. Ich hoffe, dass wir damit inspirieren konnten, dass auf jeden Fall 2024 mehr Bienen gesehen werden. Ich brauch gar nicht mehr Bienen. Ja, oder generell einfach Insekten, ne? dass da anders mehr Blumen gepflanzt werden. Und wir einfach anders mit der Natur da umgehen können. Ja. Das ist immer nur Bewusstsein. Ja. Ja, ist alles beginnt mit Bewusstsein. Ja. Ja. Was machst du zum Abschluss? Gibt es etwas, was du für dich machst, um in deiner Kraft zu sein? Was ist so die eine Sache, die du vielleicht jeden Tag machst, um dich mit dir zu verbinden, um ja, in der Verbindung mit dir zu sein, einfach mit deinem Bewusstsein, mit dem, wer du bist, in deinem Kern. Gibt es da etwas, was du für dich machst? Oder bist du einfach verbunden? Schwierig. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht gefunden. Also ich steuere hart von Hardcore gib ihm und so lange, bis es nicht mehr geht und dann irgendwie eine Woche Fahrradtour machen, weil ich zu digital geworden bin. Also ich schwank ziemlich krass noch von den Extremen. Ich habe jetzt noch nicht so meine. Das kommt vielleicht dieses Jahr, das sind meine Vorsätze, so ein bisschen mehr Struktur reinzukriegen, weil ich halt schon sehr von einem zum anderen springe und oh, da ist wieder eine Biene und da ist der Igel und ja, aber es ist halt, das ist halt so. Und gestern bin ich an der Straße angehalten, weil da ein Waschbär im Baum hing und ich wusste nicht, ob der jetzt da oben verreckt, weil er nicht mehr runterkommt, das waren bestimmt 10 Meter, oder ob der da Ding dann, ich wollte eigentlich von meinem Kumpel die Bude ausbauen, so dann ein Bett reinbauen, weil der ein Bett braucht. Und dann habe ich eine Stunde versucht, den Waschbär da runter zu kriegen. Und habe es nicht hingekriegt, dann habe ich eine Stunde verloren. Also Struktur ist auf jeden Fall next step. So. Also ich habe schon ein bisschen Struktur, so ist nicht, aber so es ist noch, ja, da geht noch was. Letzte Frage. Oh shit. That's a good one. Hast du manchmal so Momente, wo du verzweifelst, wo du denkst, what the fuck, was ist eigentlich los mit der Welt, was ist los mit euch Menschen? Also wo du das Gefühl hast, oder anders gefragt, wie bleibst du im Vertrauen, wie verlierst du nicht die Hoffnung, wenn man sich jetzt einfach ja die Zahlen gerade anguckt, egal ob es jetzt der Klimawandel ist, ob es ist die Masse an Pestiziden, die irgendwie verwendet wird, Tiere, die geschlachtet werden, das ist ja alles so, wenn man sich, das ist ja, steigt ja eigentlich alles die ganze Zeit. Was machst du, um
im Vertrauen zu bleiben? Was gibt dir Hoffnung? Ich glaube, zu jeder Zeit auf dem Planeten gab es so Themen, wo man hätte verzweifeln können und hätte, ich meine, ist immer irgendwas abgegangen hier. Mhm. Und mit Sicherheit, wenn ich mir irgendwie ein Video über Schweinefarmen reinziehe, dann sitze ich da auch und denke mir, fuck, Alter, ich könnte jetzt heulen. Aber also wenn du dich darauf aufhängst und darauf hängen bleibst, ist es am Ende auch wieder nur verschenkte Zeit. Mhm. Ich meine, das ist der Zustand, man muss sich damit beschäftigen, man muss wissen, was gerade läuft. Aber dann muss man halt eher versuchen, irgendwie eine Lösung zu finden, bin ich der Meinung. Und was halt eher gerade so ist, dass ich halt merke, so die Menschen, vor allem so die in meinem Alter und jünger, so da fehlt so ein bisschen die Empathie. Und so das Menschliche geht so ein bisschen gerade. Das ist eher so was, was mich nicht beschäftigt, ja, doch beschäftigt. Weil halt so, vielleicht ist es auch durch dieses krasse Digitale. Ich glaube, das ist extrem ungesund für junge Menschen da. Und ich habe mit 18 mein erstes Handy gekriegt. Ich auch. Oder mit 17 oder so. Ich auch. Jetzt hänge ich auch da voll mit drin, so. Aber ich glaube, es ist was anderes, ob du den ganzen Tag da drin hängst und konsumierst und dir die Verblödung einziehst, weil, sorry, 95% da drin ist halt einfach Scheiße. Lebenszeitverschwendung. Und auch wenn man sagt, ja, ich recherchiere da ja viel und ja, wer es glaubt, so kann man sich auch selber dann schön belügen halt, ne? Ja. Ja. Aber es ist halt immer die Frage, bleibst du drauf hängen oder ich meine, es ist halt so, wie es ist und ich versuche halt dann trotzdem irgendwie wieder die Kurve zu kriegen und mich darauf zu fokussieren, was gut ist. Weil es genauso viel, wie es schlecht läuft in der Welt, gibt es auch das ganze Positive und das Schlechte ist halt immer lauter und dominanter so ungefähr, weil es halt ja, erst wenn man krank ist, merkt man, dass es einem nicht gut geht, so weißt du, wie ich meine? Und dann, was man hatte, wo man gesund war. Ja. Also ich glaube, das ist auch das, was ich versuche, auch die ganze Zeit in meinen Videos zu spielen, wie geil es auch einfach sein kann, wie schön das ist, wie viel es einem auch gibt. Ich meine, das ist auch ein Hauptgrund, warum ich die Natur erhalten will. Klar, die Arten und Dinge, aber es sind schon immer Arten ausgestorben und dazugekommen, aber dieses Schöne, es fehlt einfach was, wenn da eine Tierart oder eine Pflanzenart weg ist. So, die können wir nicht mehr sehen, die können wir nicht mehr. Vielleicht wäre die mal in 100 Jahren für irgendwas dann das krasseste Heilmittel gewesen oder so, oder keine Ahnung. Also du weißt ja nie, was das für krasse Zusammenhänge hat. Deswegen, ja. Danke. Keine Ahnung, ob ich da voll in die falsche Richtung. Vielleicht erzähle ich dir in 2 Jahren auch wieder was anderes, weil ich... Nee, ich bin komplett bei dir. Es gibt ja nichts. Ich habe immer so, mein Mantra ist, dass das beste Gegenmittel, wenn man das Gefühl hat, die Hoffnung zu verlieren, ist halt in Action zu kommen. Ne? Also das Beste, was hilft, ist einfach was zu tun. Weil in dem Moment hast du ja das Gefühl, du veränderst wieder was und du bist nicht mehr so in diesem krassen Film von dem, was alles irgendwie gerade schief läuft. Deswegen, ich bin da komplett bei dir. Dein Buch, wo gibt's es? Überall. Überall. Das heißt, wherever you wanna get it, get it. Richtig gut. Wo findet man dich? Ich werde alles verlinken, aber was würdest du sagen, ist so der Hauptkanal, um dir zu folgen oder von dir lernen zu dürfen? Dieses Jahr wollen wir mehr also auf YouTube gehen auf jeden Fall, weil da, also ich mag kurze Videos zu machen und so, und aber wenn meine TikToks sind halt teilweise 5-6 Minuten lang, was eigentlich ja, sagt man, so 1-Minute Videos. Also ich hätte gern mehr Zeit in Ruhe, das so zu erzählen, meine Sachen. Deswegen aber halt auf Insta. Da ist halt auch immer, was gerade so läuft. Jetzt war, glaube ich, ein Monat gar nichts, weil ich gar nicht mehr klargekommen bin. So, war ziemlich viel, aber... Mega. Ja, ich kann das nur empfehlen. Ich liebe deinen Account. Das ist immer mein happy Dankeschön. Place. Ich gucke mir jetzt ein bisschen Quentin und die Bienen an. Dann geht es mir auch wieder besser. Also danke für alles. Danke fürs Teilen. Danke für dein Sein. Danke für das mega schöne Gespräch. Ich wünsche dir von Herzen, dass du wirklich deinen Weg genauso weitergehst, dass du eines Tages diese Vision für dich verwirklichst, von diesem Raum, von diesem Riesen. Vielleicht ändert sich das auch nochmal. Also, ja. Ich glaube trotzdem für den Menschen, also ich merke das einfach bei mir, wenn ich so einen Plan habe oder ein Ziel, dann ist das ein ganz anderer Antrieb und eine Motivation und eine Power dahinter, als wenn ich so, bei ganz vielen in meinem Alter hängen halt, die wissen halt nicht, die haben die ganze Zeit in der Schule gewesen und haben sich nur auf Schule fokussiert, dann sind sie wieder aus der Schule raus, wissen gar nicht mehr, was sie machen sollen, fangen sie halt direkt irgendwas an zu studieren und
irren dadurch aber die ganze Zeit eigentlich nur rum. Und sich mal hinzusetzen, mal Zeit zu nehmen und sagen, worauf habe ich denn eigentlich Bock? Ich meine, das ist so ein Geschenk, dass man hier gesund ist und so sein Ding machen kann. Was will ich denn machen? Und wenn es einfach nur Reisen ist und die Welt erkunden ist, aber so, ja, also mir gibt es einen ganz anderen Antrieb, wenn ich beschäftige mich auch ganz viel damit, so, wo soll es hingehen, weil so materielle Sachen, sobald du die hast, sind sie wieder uninteressant. Also da ist eher dann so der Weg das Ziel und die Erfahrungen, die man dabei macht, glaube ich. Ja, keine Ahnung. Mega, ja, bin ich. Das ist, glaube ich, die wichtigste Frage, ne? Wer will ich sein? Wo will ich hin? Was will ich beitragen? Also, ja, ich glaube, ich hoffe, dass viele das Gespräch auch weiter schicken, teilen und damit hoffentlich auch Menschen in deinem Alter irgendwie erreichen und inspirieren. Danke dir, vielen, vielen Dank. Bist du ein cooler Typ. Danke, dass du da sein durfte. So geil, wirklich. Ich feiere dich so krass. und wirklich, ey, ich bin richtig Fangirl. Ich glaube, du bist wirklich der Einzige, der, okay, Jane Goodall noch so ein bisschen, wo ich richtig Fangirl bin. Also, danke dir und ja, alles gut. Willkommen zurück. Ich hoffe, die Folge hat dir geholfen, gefallen. Du konntest dich aufladen und bist mega inspiriert. Danke fürs Teilen von der Folge. Klick auf Teilen. Teil sie mit deinem WhatsApp-Verteiler, mit Instagram, mit wem auch immer du es gerne teilen möchtest. Haus raus in die Welt. Danke, 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 danke dafür. Und vielleicht sehen wir uns auf Instagram @LauraMarlinaSeiler. Folg Quentin auch super gerne. Alles in den Shownotes. Und wir hören uns nächste Woche mit einer neuen Folge. Ich schicke dir ganz viel Liebe, ganz viel Kraft, ganz viel Energie, ganz viel Vertrauen und danke für dein Sein, danke fürs Abonnieren vom Podcast, fürs Liken, fürs Teilen, fürs Liebe dalassen. I love you. Rock on and Namaste. Deine Laura.